Eben, uns das überlegen, es ist eine Leihgabe, wir sind dann weg und dann sollte es eigentlich weitergehen. Und wenn wir da den Fußabdruck anschauen, ich glaube, es weiss jeder da innen, dass es nicht einer ist in der Schweiz. Es sind drei. Und eigentlich haben wir einen zu gut. Und dann sollten wir einfach da unsere Rems und Roms und alles einsetzen. Das da hier ist für mich einer, ja, da hat es wirklich für mich den Bezug zur Enkeltauglichkeit, weil da gehe ich so ein bisschen zum Enkel zurück. Mein Grossvater war so ein bisschen der Mäzen von mir. Und als der Röschel gesagt hat, dritte Klasse, habe ich gesagt, ja, jetzt sage ich dir auch noch dritte Klasse. In dritter Klasse war für mich klar, was ich vorhabe. Ja, nämlich ja, der Betrieb, den der Urgroßvater gestartet hat, den der Großvater weitergemacht hat, den der Vater übernommen hat, wollte ich weiterführen. Das ist in der dritten Klasse passiert. Und ich hatte noch kein Burnout. Und dann sage ich, ich gebe Vollgas, aber ich weiss auch, ich muss manchmal wieder ein bisschen Sorge haben zu mir. Aber das da hier ist für uns wirklich so ein bisschen der Punkt, wo, ja, das ist unser schweizerisches Kapital. Da hier können wir, wenn wir da gut sind, dann haben wir gewonnen, dann haben wir immer noch weltweit gewonnen. Dann werden wir Weltmeister, auch wenn wir es vielleicht mit dem Ball dann nicht ganz schaffen, Ende des Monats. Oder in einem Monat. Und die Bildung, dort habe ich eigentlich so eins, das ist wirklich eine Lebenserfahrung, die ich so ein bisschen hineingeben will. Ich weiß nicht, ob es junge Väter hat. Ich war mal ein junger Vater. Und wir hatten einen Sohn, ich habe zwei Söhne. Der eine ist jetzt 30, der andere ist 28. Und beim Älteren war es ein Problem mit Legasthenie. Und er mit POS hat man dann noch gesagt. Heute sagt man ADS. Und er war nicht hyperaktiv, sondern das Gegenteil, er war hypoaktiv. Und er ist abgeklärt worden von Fachleuten. Und die Frau und ich sind in einem Büro gesessen, vor uns war eine Frau Doktor. Gewesen, und die hat uns erklärt, wieso dass jetzt unser Sohn muss Ritalin nehmen muss. Merkt ihr, wo ich raus will. Ich gebe keinen medizinischen Vortrag hier. Aber es ist für mich wirklich so etwas eben, für die Enkeltauglichkeit. Und die Frau Doktor hat mir und meiner Frau erklärt, ihr müsst euch das vorstellen wie eine Brille. Ich selber konnte in der ersten Klasse nicht lesen, weil ich nichts gesehen habe. Ein halbes Jahr. Und wir haben eigentlich in diesen 30 Jahren Ehebeziehung, das war relativ früh in unserer Ehebeziehung, dann haben wir einen Monat, haben wir nicht gewusst, ob wir zusammenbleiben oder nicht. Und es ist um das Ritalin gegangen. Weil meine Frau klar hat gesagt, mein Sohn kommt kein Ritalin. Heute bin ich, eben, tue ich ja so Vorträge über Ritalin reden, weil ich etwa 3 Jahre mit 3 Kollegen bin zusammengekommen, gute Unternehmer, haben zusammen den Abend verbracht und plötzlich sind wir wieder auf das Ritalin gekommen. Und nachher haben wir so ein Erlebnis erzählt, einander. Und plötzlich haben wir gemerkt, wir drei haben auch Ritalin gebraucht. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, was wäre aus uns geworden, wenn wir Ritalin hätten bekommen? Wären wir dort, wo wir dann waren? Also, und das, ich glaube, das gehört daher. Die Stärken von unseren Jungen nützen, von unseren Alten nützen. Wir haben im Betrieb ein Durchschnittsalter, das wir probieren, auf 38 Jahre zu behalten. Und das heisst, wir nehmen Lernende rein und wir stellen einen 55-Jährigen an. Der kommt höllenteuer, aber sie rentiert immer. Und die Weiterbildung. Ja, das muss man einfach wirklich, ja, man muss es fordern, aber eigentlich muss man es motivieren. Man muss im Spass-Sinn etwas Neues können lernen. Das Dritte, was ich da reinbringen will, ist Bequemlichkeit. Es symbolisiert das Bild, symbolisiert so ein bisschen die verdrehte Welt, wo wir auch immer wieder so ein bisschen diskutieren. Wieso fahren wir es auf? Und wissen, es ist nicht effizient. Und eigentlich sollte man doch effizient nicht bewegen. Aber eigentlich ist Suff eines der meistverkauften
Fahrzeuggattungen, weil es eben bequem ist. Und momentan ist der Wohlstand auch noch gut und darum machen wir es noch. Aber es soll zu anregen, eben, die Sicherheit ist auch noch ein Argument und die Sicht ist auch noch, man sieht ein bisschen oben durch, ist gäbiger. Aber eigentlich wissen wir alle, es ist nicht so schlau. Das da, ja, da bin ich beim Röschel voll, das hat er mir vorher weggenommen. Da haben wir eben wirklich, ich glaube, haben wir eine Aufgabe. Mein Sohn hat mir heute Morgen, eben der Jünger hat mir gesagt, du bist handysüchtig. Das ist nicht jetzt, das ist jetzt ganz aktuell. Und eben, als ich jetzt den Röschel gehört habe, musste ich sagen, ja, jetzt muss ich etwas machen. Also, der Anlass bewirkt bei mir auch wieder etwas. Ich hoffe, ja, es gibt Weiterbildung. Schaffen es wieder. Eben, Mensch, Technik, Tempo. Vor 10 Jahren hatte ich das erste iPhone in den Fingern. Ich habe gefunden, das ist ja wahnsinnig. Ich hatte 2 Tage später ein eigenes. Und seitdem habe ich es, ja, habe es jetzt 10 Jahre in den Fingern. Das ist wahrscheinlich jetzt der Moment, wo man muss schauen muss. Weil gestern hatte ich eine Vorstandssitzung bei Swiss Clean Tech. Und dort haben wir eine Viertelstunde diskutiert, wie wir jetzt über welchen Kanal dass wir jetzt am sinnvollsten kommunizieren. Weil es hat Slack heisst jetzt das Neue, das wir jetzt eingerichtet haben für einen Vorstand von Swiss Clean Tech. Und eigentlich haben wir jetzt gemerkt, wir sind, bis auf einen sind wir alle neu auf diesem Kanal und wir haben wieder einen Kanal mehr. Ist, glaube ich, nicht enkeltauglich. Und das Tempo, das ist der, wo der Röschel sicher notwendig wird. Jetzt kommt so ein Rückblick, ja, es ist noch nicht so lange her. Das ist ein Foto, das ich mal aufgeschnappt habe, und dann bin ich dem hinterher nachgekommen, weil ich eigentlich wollte wissen, wo der Schrottplatz war, wo die da so die Tram aufeinander gebogen haben. Und dann ist eine Geschichte dazugekommen. Und die Geschichte ist von Detroit. Detroit hat 1930 ein Top-Strassenbahnnetz gehabt. Es hatte jemand in Detroit gehabt, der das gestört hat. Es waren nämlich die Autos gebaut haben. GM hat eine Gesellschaft gegründet, die Betrieb von Strassenbahnen hat übernommen hat. Die Stadt hat kein Geld gehabt, hat das dieser Gesellschaft verkauft und 30 Jahre später war alles verschrottet gewesen. Und dann haben sie keine Strassenbahn mehr gehabt, dann waren die Autos in der Stadt gewesen. Also jemand hat gewonnen, aber es hat auch jemand verloren. Ich bin nicht gegen GM, aber es ist einfach für mich, das ist eine Geschichte, die ich schon lange kennt habe. Und dann, als ich die von der Strassenbahn aufgeschnappt habe, habe ich die auch noch gerade draufgepackt. Ich weiß nicht, wer den Film schon hat gesehen hat. Den kann man auf YouTube abladen. IV1. Dann kommt man zu GM, wo das erste wirklich kommerziell ja, brauchbare Elektromobil hat gebaut, das etwa 1500 Leute hat vermietet. Wir konnten es nicht kaufen, können, sie haben es vermietet. Und sie hatten eine Vertragsdauer gehabt, und die Vertragsdauer war 6 Jahre für die Miete. Nach 6 Jahren, im 2002, ist noch nicht so lange her, hat es unter Polizeischutz ist zum Teil GM die Autos zurückgeholt. Also da sieht man echte Aufnahmen, wo wirklich die Polizei den Leuten, die das Auto haben, gemietet haben, das einfach nicht mehr hergeben wollten, weil sie eigentlich haben gefunden haben, es ist so eine gute Sache, dass sie dann abgeben mussten. Eben, was alles möglich ist, das ist möglich, was wir jetzt haben gesehen, das ist nämlich passiert. Und jetzt möchte ich auch wieder etwas, was ich aufgeschnappt habe. Und gleichzeitig habe ich am Montagmorgen aufgeschnappt, dass jetzt da ohne CEO in Untersuchungshaft ist. Von dieser Gesellschaft, die es herbringt, 11'000 Kilometer mit einem Liter Benzin zu hinterlegen. Wer weiss das hier innen? Das da. Wer hat das schon gehört? 2, 3, 4. Also irgendwo sieht man eigentlich da, Kommunikation ist irgendwie komisch. Weil das ist eigentlich ein Highlight, also wow. Aber eigentlich hört man von Audi, der CEO ist verhaftet.
Und das ist jetzt auch noch so eine Geschichte, die ich erlebt habe. Wo, das könnt ihr selber googlen. Ihr könnt einfach eingeben, Fliege Erika. Und Geschichte dazu, die ich erlebt habe, das war letzten Dezember, hat mir ein Student, der ein Praktikum bei uns gemacht hat, mir eine Kulturtour St. Gallen offeriert. Und ich habe das im Vorbeigang genützt. Und dann sind wir durch den Flur gekommen und er hat dann gesagt, schau da, das ist da. Das ist der Flur von Uni St. Gallen. Da hier ist ein Loch im Flur. Und dort ist eine Glasplatte. Unter der Glasplatte ist ein Hölzli. Auf diesem Hölzli ist auf einer Nadel ein Fliege. Und das ist die Fliege Erika. Und der Herr Reckhaus, das ist ein deutscher Familienunternehmer, wo über Generationen die Fliegenvernichtung, also Insektenvernichtungstools bauen. Und er hat eigentlich, der hat 60 Jahre Jubiläum gehabt und hat Zwillinge Ricklin, das sind Schweizer Künstler. Ich weiss nicht, es gibt so ein, vor zwei Jahren haben sie ein Bett auf einen Alp gestellt, wir mussten eine Viertelstunde laufen für zum WC und das war ausverkauft. Und wenn es geregnet hat, ist man nass geworden. Aber es sind die Gebrüder, die Zwillinge Ricklin, die hätten eigentlich so einen Jubiläumsanlass machen sollen, haben sich verweigert, weil sie haben gesagt, wir helfen nicht mit, wenn Insekten vernichtet werden. Das ist etwas, wo eine Tragik hat. Und wenn der Fliege Erika in der nächsten Zeit in den Sinn kommt oder das googelt, ich bin zwei Stunden bleiben hängen an dieser Geschichte. Weil der Reckhaus, der baut momentan, der transformiert seine Firma. Er hat sie schon zu 50% transformiert. Er tut nämlich heute Ökoflächen konstruieren auf Hochhäuser, einfach auf brachen Flächen, tut er Ökoflächen machen, wo eben die Insekten wieder Lebensraum haben. Und dann hat er eine ganze Umweltabteilung engagiert und seine Zielsetzung ist, in 5 Jahren tut er kein Insektengift mehr produzieren, sondern tut sich um die Biodiversität kümmern. Einfach das, Transformation von Zukunft. Was machen wir in 5 Jahren? Im 2010 haben wir uns so müssen überlegen, da war eine Ausschreibung von der Gemeinde Zermatt. In dieser Ausschreibung hat es geheissen, Vertragsdauer 10 Jahre, Variante zugelassen. Und das hat bei uns im Betrieb eigentlich irgendwo 10 Jahre, das ist ja wahnsinnig. Normal haben wir unsere Aufträge 3-5 Jahre Vertragsdauer. 10 Jahre heisst Investitionssicherheit und Variante zugelassen hat für uns eigentlich bedeutet, hey, bringt uns etwas Schlaues. Und wo wir die Ausschreibungsunterlagen haben unter den Arm gepackt, auf die Zermatt schauen, haben wir noch ganz eine andere Idee gehabt. Haben wir gefunden, wir sind ganz schlaue. Die Idee ist dann gestorben und eigentlich ist dann ganz etwas Simples entstanden. Wir haben nämlich einen Pressbehälter, den wir bei uns seit 50 Jahren einsetzen in unserem Betrieb. Bei Industriebetrieben, dort wo viel Abfall ist, haben wir genommen, haben ihn verkleinert und haben bei Arbor, ein Mitglied von virtuellen Fabrik, haben wir einen Seitenstapler gekauft und sind mit dem mal auf Zermatt schauen, ob man den bewegen im hochalpinen Bereich. Aus dieser Geschichte heraus ist das System Alpenluft entstanden. Das ist heute aktiv das Zermatt eingesetzt. Es sind 60 so Verdichter im Dorf. Und es sind 4 Maschinen, die Verdichter schütteln können. Der Verdichter, wenn er voll ist, tut er wie bei den Abfallhaien sagen, ich bin voll, muss mich auch wechseln. Und der Verdichter hat ein Fassungsvermögen von 30 Abfallcontainer und braucht eine Grundfläche von 3 Abfallcontainern. Und das Zermatt war ein Platzproblem, weil dort ist drei Kehrichtwege in der Hochsaison 7 Tage lang 5-mal an die Unterstände gefahren pro Tag. Also eigentlich ist in Zermatt 35 Mal pro Woche der Abfall entsorgt worden. Heute mit diesen Verdichtern bringen wir es her, dass wir in der Hochsaison die hochfrequentierten Behälter 2-mal in der Woche leeren.
Samstag, Sonntag tun wir uns nicht bewegen. Und durch das haben wir in den letzten 5 Jahren 300.000 Liter Diesel einsparen können. Und die 300.000 Liter entsprechen eigentlich dem Hauptbetrieb in Bern, in Mönchenbuchsee, im Jahresbedarf. Dort sind etwa 130 Lastwagen und etwa 70 kleine Fahrzeuge eingesetzt. Digitalisierung gibt uns unglaubliche Möglichkeiten, aber tut uns irgendwie momentan noch ein bisschen in das Vollgas hineinsetzen. Irgendwo meinen wir, wir müssen gerade alles haben. Und wir haben eigentlich letzten Sommer mit den Söhnen, der Enko war noch nicht dabei, haben wir gesagt, wir nehmen uns Zeit. Wir schauen, was wir machen können und haben eigentlich gemerkt, wir können uns Zeit nehmen, weil wir vorher schon ein bisschen Gas gegeben haben. Momentan bin ich für 4 Betriebe verantwortlich und überall ist eigentlich das Thema Digitalisierung. Also hier ist ein Hotel und dort mache ich es auch Kanäle wild, weil unser Hotel kann man auf etwa 6 Kanäle buchen und wenn das nicht unter zusammenkommt, dann ist eigentlich jemand nochmal engagiert, um zu schauen, wo kommt jetzt wenn eine Buchung rein. Bei Brings sind wir im gleichen Bereich. Dort wollen die Gemeinden, der Kanton, wo die Daten. Und die Daten hat man früher einfach irgendwo mit einer Tastatur erstellen, um einen Bildschirm. Und heute geht es einfach raus. Und unsere Leute sind analog fähig, sich mit den Kunden zu unterhalten und den Kunden Beratung zu machen und müssen nicht mehr am Bildschirm hängen. Schwendimann sind wir momentan noch nicht ganz so weit, aber sind auch gerade dran und haben einfach gesagt, wir wollen nicht Mist digitalisieren, sondern wir wollen wirklich Sachen digitalisieren, wo wir wirklich sicher sind, dass es am Schluss richtig rauskommt. Und das ist, ich glaube, das gehört auch zur Enkeltauglichkeit. Wie lange das her hat, weiss ich nicht, ob es der Finn dann noch einsetzen kann, wenn er mal in Betrieb kommt. Aber es ist ganz klar, das Thema. Und das zweite Thema ist für uns wirklich eben seit dieser Geschichte Zermatt, wo wir einfach haben gemerkt haben, wir können mit 80% weniger Energie besser etwas machen. Also mit weniger Bewegungen können wir eben genau die gleiche Dienstleistung bieten, die vorher gemacht wurde. Ist einfach Energieeffizienz. Und Energieeffizienz geht momentan bei uns klar in die E-Mobilität. Also sind wir auch dort eigentlich ziemlich im Trend. Obwohl ich dort ganz klar, ich bin nicht ein vergifteter Elektroautöler, weil ich klar sage, es wird nicht nur Elektromobilität geben auf Zukunft, es wird noch andere Lösungen geben. Ich glaube, wenn man eben den Mittelweg sucht, dann ist das momentan sicher das Schlauste, wenn man Gas geben kann, aber es wird uns noch ein bisschen überraschen. Eben, die Spinner-Ideen, wo wir das Angebot zu Zermatt abgegeben haben, auch 5 ganz gute Unternehmerkollegen haben mir gesagt, du spinnst. Sie haben mich dann 5-mal zum Znacht eingeladen, wo wir den Auftrag nach 18 Monaten Einspracheverfahren haben wirklich bekommen. Ich habe auch manchmal am Morgen gedacht, ich spinne. Wieso haben wir das gestartet? Und heute sind wir eigentlich alle happy. Und eben, sind schon eigentlich wieder an neuen Projekten. Ich selber nicht mehr so mit Vollgas wie mit 20. Aber gleich irgendwo mit einem Drive getroffen, wo man irgendwo immer ein bisschen vorne ist. Also das haben wir beim ersten Referat gehört. Man muss zuvorderst sein, sonst geht es eigentlich nicht. Und was eben wirklich die Wichtigkeit, Partner, das haben wir jetzt in der ganzen Digitalisierungsgeschichte gemerkt, es nützt nichts, ein Partner, der uns alles verspricht und nichts liefert. Dann kommen wir nicht weiter. Und ich glaube, das ist auch in unseren Verantwortungen und das ist auch unsere Chance als Unternehmer. Enkeltauglichkeit heisst Zuverlässig. Ich glaube, Zuverlässig ist der Wert, den die Schweiz wirklich noch schöpfen daraus. Eben, vorwärts denken, da sind wir dran. Vor einem Jahr sind wir auf New York schauen, wie sie es dort eigentlich machen. Wir haben einfach gefunden, wir wollen mal ins Extrem.
Und wir wissen dort heute Zahlen, die eigentlich für uns erschreckend waren, weil die Leistung ist eigentlich ein Viertel tiefer, als wir hier in der Schweiz Kehricht sammeln. Und da sage ich, ja, irgendwo sind Chancen, momentan greifen wir sie noch nicht. Und das Zweite ist für uns die ganze Autonomie, autonomes Fahren, wo wir eben irgendwo ökologisch, sozial, und beim Sozial bleiben wir dort plötzlich schon ein bisschen hängen, wenn die Technik nachher ist, was machen wir denn sozial mit unseren Mitdenkerinnen und Mitdenkern. Und ich sage, momentan haben wir das Glück, wir haben noch Zeit, wir können uns noch Überlegungen machen, wie wir das lösen. Und wir brauchen Überlegungen. Eben, der Antrieb ist momentan klar, wenn ich eben das Foto vom Finn anschaue, weiss ich, in 20 Jahren will ich nicht irgendwo da stehen und sagen, ja, Finn, das kann ich dir jetzt nicht genau erklären, wieso dass wir das dann so gemacht haben, sondern ich möchte können sagen, warum dass wir es jetzt so machen und wieso dass wir es morgen so machen. Und darum ist einfach, mach es enkeltauglich. Und das ist dann noch ein bisschen der schwarze Abgang von meinem Referat. Das hat auch jemand geschrieben, der viel geschrieben hat und ganz gute Sätze geschrieben hat. Und ich glaube, wenn man diesen Satz liest, dann wissen wir, wir haben brutal viel zu tun. Dass wir so weit sind, dass wir können sagen, enkeltauglich checken. Pardon. Das ist, wir sind hochgekommen, da hat Zermatt 18% Recyclingquote gehabt. Also 18% waren Wertstoffe. Und heute sind wir auf 59%. Durch das, dass wir die Verdichter gesetzt haben, haben wir eigentlich die Sackware auf kleinerem Platz können bereitstellen. Und durch das hat man Platz bekommen für Trenngeschirr, also für Trenncontainer. Also es wird heute eigentlich, Zermatt ist heute schweizerisch gesehen auf einem überdurchschnittlichen Wert. Und als wir sie aufgekommen mit 18%, war es auf einem Schämdi-Wert. Der Hausmüll wird verdichtet. Und der Hausmüll ist einfach, ist durch die saisonale Geschichte, ist es, wir haben Schwankungen von vor einer Woche von 250 Tonnen Material in diesem Dörfli, das 2 Kilometer lang ist und 800 Meter breit. Haben wir 250 Tonnen, wo das eben vom Mai zur Weihnachtswoche haben wir fast 300 Tonnen, die schwankt. Glas wird aber auch mit dem Modul, also es ist einfach, Glas ist offene Mulde. Oder wir haben einen Verdichter, wo wir auf das Elektrofahrzeug nehmen können, wo dann der Verdichter auch mit dem Akku angetrieben wird und wie ein kleiner Kehrichtwagen funktioniert, wo wir die normalen Container entleeren können. Also, kommt mal auf Zermatt schauen, das ist das Schlauste, weil es ist eine wunderbare Destination. Ja, die Hilfe organisieren. Backstage im Begriff. Ja. Gibt es noch andere Fragen, der letzte? Wenn nicht, dann ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass ich auch mal in der Enkeltauglichkeit das und danke dir mal für den herzhaften Wort. Merci, merci. Da bin ich stolz.
Telli nochmal, alles muss ich selber machen. Der Weg, viele Mitarbeiter, alles muss ich selber machen. Kommst du hier hin, es läuft nichts, die Storen gehen durch, die Storen gehen runter. Alles muss ich selber machen. Und jetzt damit, schallt auch das noch. Fiegenwinter? Ja, Peter. Sicher nicht. Du weißt ganz genau, was du machen musst. Umsatz, Umsatz, Umsatz. Workshop. Dumme Sache. Was? Kunden befragen, mit den Kunden reden und mit den Mitarbeitern Interview, anonym. Ja, kommt gerade noch eine Frage. Stopp. Ich sage das jetzt zum letzten Mal. Umsatz, Umsatz, Umsatz. Ja, Preise im Keller. Ja, du musst halt das so machen, wenn ich sage, 25% rauf, dann gehst du 15 ab, 5 um 5. Ja, und wir? Ja, die Huren, wir. Das ist mir gleich. Umsatz, 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 das geht schon. Was? Die will mich auch noch. Ich habe die angestellt, um den Vorrat und Telefon abzunehmen, kopieren und Kaffee rauszulassen. Die stört mich immer, der Menge viele Mitarbeiter. Jetzt haben wir 30, alles muss ich selber machen, hier auch. Ja, im Verkehrshaus bin ich. Ja, wer leitet unsere Serviceabteilung? Du? Ja, wenn niemand das Telefon... Ja genau, da geht der Fiegenwinter, da muss immer der Fiegenwinter gehen. Ja, rauf und runter gehen die Storen. Ja, ich muss schauen, aber ich muss ja auch selber machen. Gott, verteile noch einmal, das Zeug läuft auch nicht da. Warte, schellet nicht. Morgen, um 6 Uhr haben wir Morgenrapport. Du stellst mir das Telefon ein. Das neumodische, hure Scheisszeug, schellet nicht mehr. Ja klar, habe ich können abnehmen. Es sorgt, es schellet nicht mehr. Ja, morgen um 6 Uhr, Morgenrapport. Ist mir doch gleich. Ja, warte, es schädert, muss es abnehmen. Moment. Oh. Ja, Schatzi. Ja, geht gut. Ja, bin ganz ruhig. Abschnaufen. Was ist jetzt das für ein Seich? Ich tue ja schnaufen, wie verrückt. Du gehst immer an so Kurs, was? Ein Röschu hat gesagt, du müsstest abschnaufen. Ich tue schon schnaufen. Gott, erzähl, willst du mich verjagt? Wo habe ich jetzt denn? Hast du das Feuerzeug? Weißt du, wir dürfen alles verlecken, ich habe kein Feuerzeug mehr. Der hat viele Mitarbeiter, dürfen wir alles verlecken. Ich weiss, ich bin ganz ruhig, ja. Ja. Was? Der Alexandra Geburtstag? Ja. Aha, natürlich habe ich daran gedacht. Ja, ich komme nicht spät. Nicht spät. Ich komme nicht spät. Ja, um 7 Uhr. Was, die Läden gehen zu um 6:30? Ja. Nein, ich habe es noch nicht. Also, ich würde es noch kaufen. Ja, ich komme daheim. Also, Moment, das schädert doch schon wieder. Ja, das kennt mich nicht mehr. Ja, Schatzi? Oh. So, Hand aufs Herz. Wer von euch hat sich ein bisschen im Feigenwinter gefunden? Bitte Hand auf. Ein bisschen. So 10-20%, das ist so etwa der Durchschnitt. Jetzt frage ich euch wahrscheinlich, wie komme ich so auf eine trümmelige Idee, einen direkten Feigenwinter zu spielen? Wie komme ich auf die trümmelige Idee, so ein Unternehmen Apple Tree zu gründen? Wo KMUs, wie ihr habt, von normal auf optimal bringt. Das ist ganz einfach, weil ich selber im normalen Wahnsinn gefangen war. Ich komme aus einer Unternehmensfamilie, wir haben Elektroplanung, Installationen gemacht und Vater war sehr erfolgreich, hat auch gutes Geld verdient, aber es ist immer sehr hektisch zu und her gegangen. Es waren 4 Kinder, 3 ganz ruhige, einfache, anständige, problemlose. Und einer noch etwas ein trümmeliger, der älteste, der bin ich gewesen. Und die Mutter hat das ganze Büro gemacht, zum Haus geschaut, mit 4 Kindern, mit 20 Mitarbeitern. Und der Vater sagt dort, er wüsste eigentlich nicht, wie das gegangen ist mit der Mutter, aber irgendwie, dank der Mutter, hat das alles so gut geklappt. Aber damals war es einfach normal gewesen. Ich bin dann als Juniorchef in die Firma eingewachsen und mit 22 vor der Entscheidung gestanden, die Firma übernehmen. Für mich war der Fall klar, muss machen, ist normal. Es hat 1000 Gründe gegeben, rational, dass das muss machen. Und eine innere Stimme gesagt, auf jeden Fall, das ist eine separate Geschichte, wenn ich dann aufs Nein gekommen bin. Ich habe dann Nein zu der Firma gesagt, aber kurz vorher, am Freitag 13. Leute zum 11:45 ins Telefon, nimmt ihr nicht mehr ab, musst selber abnehmen, oder? Habe ich das Telefon abgenommen. Eine 80-jährige Frau ist dran und sagt, ganz schlimm, der Backofen geht nicht.
jetzt kommen gerade meine Töchter mit dem Kind und ich habe einen Kuchen versprochen. Ich wusste, jetzt musst du niemandem anrufen von den Mitarbeitern, Viertel ab 12. Die abnehmen, haben alle anderen Ausreden, um den Backofen zu flicken, um Viertel ab 12. Du gehst ja selber schnell, oder? Schnell gegangen, in den vierten Stock rauf, die Sicherungen im Keller unten. Da oben geschaut. Dann musste ich den Kochherd also ausbauen, dann wollte ich messen. Ich dachte, die vierte Stock wieder ab, geht die Sicherungen rauf und ab, rauf und ab. Dann ausbauen und dann messen und dann gehe ich die Sicherung abnehmen, wenn ich weiss, was passiert, oder? Auf jeden Fall, was ich nicht mehr weiss, ist, wie lange das gegangen ist. Aber es hat dann etwa so ausgesehen auf der Hand. Narben heute sieht man immer noch nach 23 Jahren. Und ich bin irgendwie zwischen 1 und wahrscheinlich 20 Sekunden an dem Teil gehangen, mit 16 Ampere 400 Volt. Ich habe zwei Dia-Projektionen gesehen, so wie die alten Dia, so die gemacht, oder? Zuerst ist eine Sequenz von meinem alten Leben bis heute. Und dann ist wie schwarz geworden und dann sind neue Dia-Selektionen gekommen mit all meinen Ideen und Träumen und Wünschen, die ich noch vorhabe im Leben. Tue ich jetzt das nicht mehr zumuten, da ein gescheiter, schöneres Bild. Der Feigenwinter oder noch schöner ist das. Und verschiedene so Sachen haben dann eine innere Stimme in mir ausgelöst und gesagt, Bruno, du musst etwas anderes machen. Hat dem Vater Nein gesagt. Der Vater fragt, was machst du denn? Die schlimmste Antwort, ich weiss es nicht. Aber ich bin dann meinen Weg gegangen und das ist ein Grund, warum ich heute mit der Firma Appletree unter anderem Nachfolgeregelungen betreue, weil das, was ich dort erlebt habe, und später ist ein ähnlicher Fall noch eins dazwischen gekommen, das könnt ihr in keiner Schule lehren. Was da in euch passiert, sei es, ob ihr der sind, der die Firma übernimmt oder der sind, der die Firma verkauft, das ist hoch emotional. Wir haben ganz viele Firmen schon betreut und es ist immer an den emotionalen Gründen gescheitert, nie an den rationalen Gründen. Und da braucht es eben ein bisschen mehr Verständnis, wo man nicht lernen kann, das muss man einmal gemacht haben, dass man das versteht. Mit Appletree bringen wir KMUs von normal auf optimal. Wir haben Kunden in der ganzen Schweiz, mit 7 Mitarbeitern betreuen wir die. In der Regel sind es die Marktführer, ganz kleine KMUs in einer Nische Marktführer und im angrenzenden Ausland. Aber warum kommen die zu uns? In der Regel haben sie 3 Sachen. Erstens, sie haben ein schwieriges Problem, Unternehmensnachfolge zum Beispiel. Oder ein anderes Problem auf sehr hohem Niveau, weil sie sind erfolgreich. Zweitens, sie wollen laufend neue Traumkunden, nicht einfach Kunden, Traumkunden. Und das Dritte ist, sie brauchen passende Mitarbeiter in Zukunft. Fachkräftemangel. Das lösen wir mit diesen KMUs, aber nicht auf dem klassischen Weg, sondern wir machen zuerst das Äpfelbaum-Prinzip. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir die 3 Probleme lösen, nämlich auf dem höchsten Niveau Problem lösen, Traumkunden finden und die besten Mitarbeiter dazu. Aber komme ich über Nacht so auf eine Idee? Nein, natürlich nicht. Ich habe gesagt, ich bin im normalen Wahnsinn gefangen gewesen. Und immer wieder ein bisschen optimal unterwegs, aber grossmehrheitlich im normalen Wahnsinn. Also so Glaubenssätze könnt ihr wahrscheinlich. Mit 40 musst du einen Herzinfarkt haben, sonst bist du ein Fullpelz, das ist normal. 3 Jahre keine Ferien, ja, Unternehmer, das ist normal. Wochenende arbeiten, Unternehmer, normal, sonst musst du nicht Unternehmer sein. So Zeug und irgendwie prägt einem das. Und übrigens, das, die Szene, die ich spiele als Direktor Feigenwinter, das habe ich nicht erfunden. Das habe ich alles entweder selber erlebt oder gehört rundherum. Nach 20 Jahren Unternehmertum erlebt man so einiges. Ich bin dann noch sehr ein Amt angenommen als Präsident von Anavant. Anavant ist der Schweizerische Verband technischer Kaderleute und hat einen Verband zur Nummer 1 in der Schweiz entwickelt. Wir haben am Schluss nach 15 Jahren, als ich als Präsident abgegeben habe, über 1300 Leute an eidgenössische Prüfung jedes Jahr, mit Abstand zur Nummer 1 die grösste. Hat dann auch Appletree gegründet und Appletree ist gerade abgegangen wie eine Rakete. Hat 3 kleine Fehler gemacht, die sich aber radikal ausgewirkt haben. Ich habe alles verloren, auch finanziell wirklich alles. Dann bin ich abgehockt und habe die schlimmsten Fehler aufgeschrieben als Eigentherapie. Und dann habe ich herausgefunden, ich bin sehr oft im normalen Wahnsinn und dort sind Fehler passiert. Also immer Vollgas zum Beispiel. Und nur immer Vollgas lohnt sich dir eben auch nicht, wenn du bei Kurven ausgehst. Du musst wissen, wenn bremsen und wenn stoppen, einen Boxenstopp machen. Und als ich optimal unterwegs war, ist es besser gegangen. Da habe ich die paar Seiten in Unternehmerfreunden gezeigt und die haben gesagt, Bruno, super, du schreibst so einfach, so gut, so wertvoll.
die Fehler, die du gemacht hast, das müssen die anderen nicht machen, mach doch ein Buch. Und irgendwann ist ein Verlag gekommen und dann ist das Buch entstanden. Und das Buch soll mit viel gutem Geist euch alle, die es lesen, inspirieren, mit wirklich gutem Geist nicht nur normal zu geschäften, sondern optimal unterwegs zu sein. Mein Ziel heute ist also, wirklich, das ist eine Herzensangelegenheit, euch ein paar Tipps mitgeben, inspirieren und mit viel gutem Geist nicht nur normal zu geschäften, sondern optimal. Aus dem Grund gebe ich euch 5 Praxistipps mit, die ihr bereits heute Abend anwenden könnt. Zwischendrin gebe ich noch ganz viele weitere Tipps, die ihr selber herauslesen könnt aus den Zielen. Aber 5 ganz wichtige Tipps werde ich euch mitgeben. Warum heisst unser Unternehmen Apple Tree? Das ist ganz einfach, weil wir die Natur als Vorbild nennen. Wenn man die Naturgesetze beachtet, dann funktioniert es immer, und zwar Raum- und Zeitunabhängig. Das Naturgesetz heisst, wir fangen unten an, bei den Wurzeln, von innen nach außen. 90% der Unternehmungen funktionieren aber umgekehrt, von außen nach innen. Das heisst, sie machen hier oben eine Verkaufs- oder Marketing- oder eine Werbeveranstaltung oder eine Werbemaßnahme oder das Logo neu designen. Und wir sagen in dem von Apple Tree, das sind faule Äpfel polieren. Warum muss ich ein Logo frisch designen? Warum? Muss doch zuerst unten anfangen und wissen, wer bin ich, warum bin ich da, warum braucht die Welt unser Unternehmen. Erst wenn ich das weiss, kann ich auch sagen, wie unser Logo aussehen muss. Und dann können wir es nämlich so gestalten, dass es auf mehrere Jahrzehnte oder